Mega City. Ja! Ab in die Verlängerung. Es war 3-0. Jawohl! Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video vom Kanal Game Axel. Heute kommen wir zu einem neuen Stadion-Vlog auf meinem Kanal. Und zwar, heute gibt es natürlich wieder den Stadion-Vlog und natürlich auch den Stimmungs-Vlog. Und ich sehe gerade, da drüben brennt was. Da raucht es ordentlich. Und ja. Lasst sehr gerne kostenlosen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Ich stelle mich jetzt hier an. Es dauert immer sehr lang hier. Ich war ja schon mal hier gegen Saarbrücken. Und ja, es geht jetzt dann rein ins Stadion, heute gegen Sandhausen. Stadion ist im Heimbereich fast ausverkauft, nur noch so ein paar hundert Plätze frei. Ich stelle mich hier einmal an. Hier kann man sich auch Schals noch kaufen. Art brauche ich aber nicht. Ich bin hier nicht als Mannheim-Fan. Also heute bin ich schon eher von Mannheim. Was natürlich schade ist, wenn nicht so viele Sandhausen-Fans mitkommen, obwohl es nur 19 Kilometer sind. Und dann gehe ich mal rein ins Stadion. So, durch die Sicherheitskontrolle bin ich durch. Das ging jetzt relativ schnell. Aber ihr seht schon, hier ist schon Ticketkontrolle. Das dauert, also das ist halt extra. Das heißt, das dauert jetzt auch nochmal. Und ja. Ich bin ein bisschen enttäuscht, oder? Ich habe mir heute extra ein blaues T-Shirt angezogen, weil es hieß, alle in blau. Hier sind aber doch noch erschreckend viele nicht in blau. Finde ich ein bisschen schade, weil solche Aktionen finde ich immer cool. Ja, da ist das Karl-Benz-Stadion. Circa 17.000, 18.000 werden heute da sein. Checkt auch übrigens noch Kodos ab, habe ich vergessen. Schreibt sehr gerne auch in die Kommentare, zu welchen Verein ich noch hingehen soll. Morgen bin ich natürlich beim KSC. Beziehungsweise für euch ist es heute. Für mich ist es morgen. Es kommen ja jetzt heute 4 Videos dann. Schreibt gerne, wo ich noch nächstes Jahr überall hinfahren soll. Ich werde auf jeden Fall nächstes Jahr wieder hier sein auch. Ich werde auch weiter meine KSC-Dauerkarte haben. Das heißt, der Grind geht weiter. Schreibt auch sehr gerne in die Kommentare, wie ihr mein neues Intro findet. Und jetzt geht's aber wirklich rein ins Stadion. Vorher hole ich mir aber noch was zu trinken und noch was zu essen. So, ich bin jetzt drinnen. Wir erwarten wenige Sandhausen-Fans. Und das sieht einfach geil aus. Überall, alle in blau. Noch eine Pommes geholt. Recht, man kann einfach nicht mit Karten zahlen. Das heißt, ich hatte halt kein Bargeld, es sind 3 Euro dabei. Jetzt gehe ich mal auf meinen Platz und schau nochmal.
Halbzeit. Kurzes Halbzeitfazit, also es steht 4:0 für SV Waldhof Mannheim gegen den SV Sandhausen. Stimmungstechnisch, geisteskrank, sag ich halt. Digga, das ist so laut da. Und gerade am Anfang war es noch richtig laut. Also das finde ich schon geisteskrank. Ja, vom Spiel her, Sandhausen hatte ein paar gute Chancen, aber wurden alle von Hanin gehalten. Ich glaube, der heißt Hanin. Und ja, eigentlich gibt es sonst nichts mehr zu sagen. Waldhof spielt geisteskrank. Ich sag, heute so ein 6-7-0 drin. Ich sag ehrlich, kann ehrlich sein. Bei KSC gegen Magdeburg stand es auch 4-0 zur Halbzeit und Mut 7-0. Oder auch nur, weil die ein bisschen auf die Bremse getreten sind, zweite Halbzeit. Also ich fände hier so ein 6-7-0, fände ich super. Sag ich ehrlich. So ein Traditionsverein wie Waldhof darf nicht in die vierte Liga absteigen. Ja. Das Essen, also die Pommes war geil. Nur halt scheiße, dass man nicht mit Karte zahlen kann. Ich konnte mir kein Getränk holen, weil ich hatte kein Bargeld. Digga, so ne Kacke. Ja, ansonsten rein geht's in Halbzeit 2. Ab und let's go.
heute bin ich wieder in der Mannheimer Innenstadt, kurz vorm Hauptbahnhof. Jetzt wird noch was Leckeres gesnackt und danach geht's wieder nach Hause. Ich hoffe, euch hat der Stallblock heute gefallen. Also als Endfazit kann ich nochmal sagen, die Stimmung war heute brutal geisteskrank geil. Also das ist ja geil. Ich habe auch noch nie den Waldhof gewinnen sehen, daher weiß ich nicht, wie es sonst ist. Aber heute war es auf jeden Fall geisteskrank geil. 18.500 Zuschauer. Also man muss bedenken, gegen Saarbrücken waren es 19.500. Und da waren halt 3.000 Saarbrückner da. Jetzt waren 500 da. Wenn Sandhausen jetzt nicht Sandhausen wäre, sondern Saarbrücken, dann wäre der Stadion ausverkauft. 200-300 waren auf dem Heimbereich noch frei. Aber da wären dann vielleicht noch ein paar Saarbrückner hin. Ja, das war letztes Mal auch so. Und ja, ich hoffe, der heutige Stadionblock hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Das war's für diese Saison mit Mannheim. Noch einmal KSC und dann ist die Saison zu Ende. Bis nächstes Mal. Und ciao, Kakao.